Herzlich willkommen in der zweiten Woche der Software Engineering Praxis. Jetzt geht es darum, unseren Kunden besser zu verstehen und alle Leute, die irgendwas mit unserer Software, mit unserem Produkt zu tun haben, um die soll es heute gehen. Und zwar alle Leute, die irgendwie Interesse an dem Projekt haben, das wir machen, beziehungsweise an dem Produkt, was wir bauen wollen, die sind die sogenannten Stakeholder. Und jetzt wollen wir gucken, wie man die mit denen systematisch umgeht, damit man keinen vergisst, jeden angemessen stark informiert und die richtigen Leute fragt, wenn man Fragen, offene Probleme hat. In dieser ersten Phase des Projektes versuchen wir unseren Kunden näher kennenzulernen. Wir versuchen herauszufinden, wer sind die Menschen, die Interesse an dem Produkt bzw. dem Projekt haben. Und das sind die sogenannten Stakeholder. Um da das besser zu verstehen, müssen wir auch verstehen, wie der Auftraggeber, der Kunde organisiert ist. Also, wer sind die Leute, die die Verantwortung tragen? Wer sind die Leute, die für bestimmte Themen verantwortlich sind, wie Datenschutz beispielsweise oder Rechenzentrumsbetrieb? Mit all den Leuten müssen wir sprechen und deswegen braucht man ein ungefähres Bild zumindest von der Organisationsstruktur des Kunden. Spannend ist immer die Frage, wer gibt das Geld aus, beziehungsweise wer hat Einfluss auf den, der das Geld ausgibt. Also wer trifft letztendlich die Investitionsentscheidung? Das sind natürlich die Leute, die wir besonders gut informieren müssen, denn letzten Endes sind die für unser Budget verantwortlich. Dann geht es darum, in dieser ersten Projektphase herauszufinden, mit wem können wir sprechen, also wer hat genügend Zeit für uns, um uns die Fragen zu beantworten und wen müssen wir fragen zu bestimmten Themen? Also wer hat Erweisungsrecht beispielsweise beim Datenschutz? Und wir wollen natürlich die Nutzer kennenlernen. Also auch da müssen wir bei den ersten Terminen rauskriegen, was sind so prototypische Benutzer, was sind die Menschen, die wir interviewen können. Wenn wir beispielsweise eine Software für Sachbearbeiter beim Kunden machen, wäre es ja hilfreich, mit einigen dieser Sachbearbeiter geredet zu haben. Und vielleicht dürfen wir die auch besuchen. Nur das müssen wir natürlich in diesen ersten Terminen organisieren. Also was wir eigentlich machen, ist erstmal Ansprechpartner zu suchen und dann versuchen auf der Basis der Gespräche mit diesen Ansprechpartnern beispielsweise Persona-Modelle zu entwickeln. So, was sind dann so Ansprechpartner beim Kunden? Was sind so die Leute, mit denen wir sprechen müssen? Es gibt so ein paar Menschen, die natürlich offensichtlich Ansprechpartner sind. Klar, der Auftraggeber, also der, der uns angerufen hat, der uns beauftragt hat, mit dem müssen wir natürlich reden. Wahrscheinlich ist es auch der, der das Geld ausgibt. Dann die Endbenutzer, also meine Sachbearbeiter von der Folie vorher. Vielleicht gibt es eine Fachabteilung, die wir zum Beispiel bei der Bank fragen können, wie die Bankvorgänge, die Workflows sind oder wie die Fachbegriffe zusammenhängen, das sind so die offensichtlichen Ansprechpartner. Es gibt so eine ganze Reihe von Leuten, die Sie weiterhin interviewen müssen. Das sind Leute, die zum Teil das auch in der Lage sind, ihr Projekt zu stoppen. Und deswegen ist es wichtig, mit ein umfassendes Bild von den Personen zu haben, also eine umfassende Liste auch von den Stakeholdern zu haben von dem Projekt. Also beispielsweise Datenschutzbeauftragte. Sie haben IT-Sicherheit ist ein großes Problem in Unternehmen und dann das hat so zwei Geschmacksrichtungen auf jeden Fall. Das eine ist so die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, sobald Sie mit personenbezogenen Daten arbeiten, müssen Sie besondere Vorkehrungen treffen. Sie müssen diese Daten auf besondere Art und Weise speichern. Beispielsweise hat jeder, dessen Daten Sie speichern, ein Informationsrecht. Das heißt, also Sie müssen irgendwas in die Software einbauen, damit jeder, dessen Daten gespeichert sind, nachfragen kann, welche Daten das sind. Und Sie müssen Funktionen vorsehen, beispielsweise um personenbezogene Daten restlos zu löschen. Und das ist gar nicht so einfach, weil sie auch noch Gesetze zum Beispiel zu den Steuern einhalten müssen. Also das ist nicht ganz trivial. Deswegen müssen sie mit dem Datenschutzbeauftragten reden. Sie haben normalerweise jemanden, der das System betreibt. Das sind häufig andere Leute als die, die das System entwickeln. Also häufig gibt es ein eigenes Rechenzentrum, einen IT-Betrieb, die letzten Endes für die Verfügbarkeit ihres Systems verantwortlich sind. Und mit denen müssen Sie selbstverständlich reden, weil die das System nachher betreiben und im Leben erhalten. Vielleicht gibt es eine Methodenabteilung. Große Konzerne haben sowas. Leute, die so ein bisschen die IT-Strategie festlegen, die zum Beispiel sagen, nehmen Sie die Oracle-Datenbank, aber nicht die MySQL-Datenbank beispielsweise. Oder nehmen Sie Java, aber nicht C-Sharp. Oder nehmen Sie JavaScript, weil das Konzernstandard ist. Vielleicht schreiben die Ihnen auch Musterarchitekturen vor oder andere Rahmenbedingungen legen die fest.
Also die sind auch zum Teil in der Lage, Projekte zu stoppen, wenn sie sich nicht an die Konzernregeln halten. Also Konzernregeln könnten sie von der Methodenabteilung oder vielleicht von der IT-Strategieabteilung erfragen. Es gibt vielleicht einen technischen Support. Das sind die Leute, die vielleicht im Rechenzentrum beheimatet sind, die Fragen beantworten, wenn ein Benutzer Probleme kriegt. Das lohnt sich auf jeden Fall, mit diesen Leuten zu reden, weil die so ganz typische Benutzerprobleme sagen können und sagen können, welche klassischen Fragestellungen haben die Leute genau in diesem Unternehmen, für das sie die Software bauen wollen. Betriebsrat kann relevant sein, beispielsweise wenn sie Daten über Mitarbeiter in dem System haben, ist auch der Betriebsrat in der Lage, das Softwareprojekt zu stoppen. Wenn beispielsweise es möglich ist, auf die Einzelleistung als Einzelmitarbeiter zurückzugreifen, kann es sein, dass der Betriebsrat da Einspruchsrecht hat und deswegen müssen Sie auch mit dem reden und eventuell auch Teile des Systems mit dem Betriebsrat abstimmen. Oder Marketing, mit denen müssen Sie reden, wenn Sie an einen Markt wollen und das Produkt vermarkten wollen. Das Marketing kennt wahrscheinlich den Endkunden der Software am besten. Eventuell schreiben Sie als Auftragnehmer ja die Software und die Entwickler des Kunden bearbeiten die Software weiter. Sie sehen, es ist eine umfangreiche Liste von Personen, mit denen man geredet haben sollte. Wenn Sie jemanden vergessen, kann das schwere Konsequenzen haben. Sprich, viele von den genannten Personen sind in der Lage, das Projekt zu stoppen oder die Einführung der Software zu verhindern. Und alle von haben relevante Informationen beizutragen. Deswegen sollte man gucken, dass man wirklich ein vollständiges Bild kriegt und mit allen gesprochen hat und von allen Anforderungen und Randbedingungen erfragt hat. So, was kann man machen? Man kann einfach ein Brainstorming machen. Also Sie machen einfach ein Whiteboard auf, schreiben Stakeholder drüber, verteilen Klebezettel, am besten mit den Kunden. Mitarbeitern zusammen und versuchen mal rauszukriegen, was sind denn die Stakeholder von dem System. Ich habe das hier mal für unser Produktverwaltungssystem gemacht. Das heißt, ich könnte den Personalrat fragen. Das sind so die Leute, die an unserer Hochschule für die eingestellten Mitarbeiter verantwortlich sind. Oder den Datenschutzbeauftragten muss man natürlich fragen. Vielleicht bei der Hochschule gibt es sozusagen der Chef von der Hochschule ist bei uns der Präsident. Vielleicht sollte man den fragen. Vielleicht haben wir spezielle IT-Security-Beauftragte, die also nochmal gucken, was sind so die klassischen Cyberangriffe, denen man ausgesetzt ist, gegen die wir unser System natürlich auch absichern müssen. Ich blätter das mal ganz auf. Also es kommt dann doch eine relativ lange Liste von Menschen oder Rollen raus, mit denen man geredet haben sollte. Klassisches Stakeholder-Brainstorming, einfach mit ein paar Haftnotizen und einem Whiteboard zu machen. So, was kann man dann machen? Wenn Sie die Liste von Stakeholdern durchhaben, wäre es wichtig, dass man dann daraus eigentlich eine Liste von Ansprechpartnern entwickelt. Also das sind dann die Leute, die für Sie relevant sind, die Sie anrufen, mit denen Sie Probleme klären, mit denen Sie Interviewtermine ausmachen. Also das kann eine einfache Tabelle sein, also ich würde es einfach ins Wiki schreiben. Was steht in der Tabelle drin? Naja, erstmal, welche Rolle spielt der Ansprechpartner? Also das sind ja meistens die Sachen, die Sie in der Stakeholder-Liste auch, also da schreiben Sie ja nicht Namen von Menschen rein, sondern meistens Rollen und das sind die Rollen, die die Leute spielen. Kontaktdaten brauche ich natürlich, also ich muss ja ihn oder sie anrufen können oder ihr oder ihm eine E-Mail schreiben können, eine Videokonferenz aufmachen können, also brauche ich Kontaktdaten und vielleicht im ersten Wurf erstmal Kommentare, sowas wie, der ist nur dienstags erreichbar oder da gibt es gewisse Eigenschaften, die für uns relevant sind oder das und das ist das Interesse an dem Projekt. Was wir dann vielleicht, was hilfreich sein kann, ist da nochmal eine gesonderte Liste oder vielleicht auch in derselben Tabelle nochmal, welche Interessen haben die Leute. Das kann man jetzt auf die Rollen beziehen, das ist jetzt hier mal in dem Beispiel gemacht, oder auf die Menschen, die sie in der Ansprechpartnerliste hatte, also zum Beispiel Geschäftsführung, Systemadministration, Buchhaltung, könnten verschiedene Interessen haben. Und da würden sie summieren, was sind eigentlich die Bedürfnisse von diesen Personengruppen, was können sie tun, damit die zufrieden sind, dass das Projekt in deren Augen ein Erfolg ist. Und Sie würden sozusagen von jeder Personengruppe dann einen Vertreter reinschreiben. Das heißt, auch das sorgt dann dafür, dass Sie bei keinen Personenkreis vergessen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, von der Buchhaltung, da haben Sie noch keinen Ansprechpartner, dann müssen Sie halt da nochmal zusammen mit dem mit dem Vertreter des Auftraggebers nochmal gucken, wo Sie den herkriegen.
So, was man dann machen kann, ist mal zu überlegen, wie kommunizieren Sie sinnvoll mit den Stakeholdern? Und dazu kann man eine Stakeholder Map machen. Stakeholder Map ist so eine Grafik, so eine Einschätzung, dass Sie überlegen, naja, ich habe zwei Achsen, die interessant sind. Ich überlege mir, wie interessant ist eigentlich mein Projekt für den Stakeholder? Also wie stark will der sich involvieren? Und die zweite Achse ist der Einfluss des Stakeholders. Also es gibt einen Unterschied zwischen dem Geschäftsführer und dem Pförtner. Und auf diesem zweiachsigen Koordinatensystem versuchen Sie, die Menschen mal so ein bisschen einzusortieren. Und man kann das dann in Quadranten einteilen und daraus dann ableiten, wie man mit den Leuten kommuniziert. Also es gibt so Schlüsselfiguren im Projekt. Das sind die Leute, mit denen Sie intensiv reden müssen, die gut informiert sein müssen und die Sie bei vielen Sachen um Erlaubnis fragen müssen. Die sogenannten Schlüsselfiguren. Die haben ein hohes Interesse an dem Projekt und gleichzeitig einen hohen Einfluss. Also das heißt, mit denen müssen Sie intensiv zusammenarbeiten. Es gibt dann eine Menge von Leuten, die hohen Einfluss haben, aber ein geringes Interesse an dem Projekt. Die würden Sie dann involvieren, immer wieder informieren und bei bestimmten Themen, die Sie sich überlegen müssen, um Erlaubnis fragen. Die sind aber lange nicht so intensiv eingebunden. Die müssen Sie nur informiert halten. Genauso für die Leute, die eigentlich ein hohes Interesse am Projekt haben, aber keinen Einfluss. Auch die sollten Sie immer wieder informieren. Und die Leute, die Sie praktisch ignorieren können, die man immer wieder beobachten muss, falls man irgendwelche Projektgegner hat, sind die Leute, die geringen Einfluss haben und geringes Interesse an dem Projekt. Also im Grunde können Sie die erstmal vernachlässigen. So, das kann man jetzt wieder per Brainstorming machen, dass man versucht, die Rollen oder die Menschen, die man im Stakeholder-Brainstorming gefunden hat, dass man die nochmal versucht, wieder auf dieses Koordinatensystem einzuordnen, um daraus dann so einen Kommunikationsplan abzuleiten. Also man könnte sagen, na, eng einbinden müssen wir, also in unserem Beispiel Coaches und Partner und Professoren und vielleicht so ein Projektmanagement Office und natürlich die Studierenden, also da müssen wir Vertreter finden und die interviewen und mit denen eng zusammenarbeiten. All die arbeiten täglich mit dem System, die haben hohen Einfluss, also zum Beispiel, wenn wir jetzt Projekte machen und die Studierenden haben keine Lust mehr, können wir die Projekte gleich lassen. Oder wenn die Professoren keine Lust mehr haben, Projekte zu betreuen oder die Partner keine Projekte mehr anbieten, dann ist das System tot. Also die sind alle sehr wichtig, die müssen wir eng einbinden, da zumindest einen Vertreter haben. Zufriedenstellend, man muss dann zum Beispiel den Datenschutzbeauftragten, den kann man dann fragen, den muss informiert halten und bei bestimmten Themen um Erlaubnis fragen. Das heißt, dem ist jetzt unser System wahrscheinlich relativ egal, dennoch müssen wir uns an die Vorgaben vom Datenschutzbeauftragten halten. Gut informieren sollte man sicherlich die IT-Administration, auch die um nach Requirements fragen beispielsweise und vielleicht sind so ein paar Leute, die interessant sind, aber jetzt auch nicht so mitarbeiten im System und die beobachten wir bloß. So, jetzt haben wir also die Gruppen so ein bisschen sortiert. Und was wir dann machen, wir versuchen daraus jetzt abzuleiten, wie kann man mit den Leuten kommunizieren. Das heißt also, auf welchem Kanal, wie häufig rede ich mit denen, muss ich die um Erlaubnis fragen bei bestimmten Themen, also entscheiden die was für unser Projekt relevant ist, kriegen die nur eine Info-E-Mail, also all diese Sachen entscheiden sie in einem Kommunikationsplan. Also hier zum Beispiel hab ich jetzt mal drei Rollen gefunden, Projektleitung und Rechenzentrum beispielsweise für unser System, dann kann ich mir überlegen, welche Informationen lasse ich denen zukommen. Das heißt, die Projektleitung kriegt einen Statusbericht und einen Projektfortschrittsbericht, wird über den Projektfortschritt informiert und das Rechenzentrum über technische Änderungen. Also das ist das, was ich Ihnen kommunizieren will, also die Informationen, die ich Ihnen zukommen lasse. Dann überlege ich mir, wie lasse ich Ihnen die zukommen. Das heißt, der Projektleitung schicke ich vielleicht eine persönliche E-Mail. Und die lade ich ein zum Projekt-Review-Meeting, Sprint-Review-Meeting und beim Rechenzentrum, mit denen kommuniziere ich immer beim Meeting des DV-Ausschusses. Also da gibt es ja so Regeltermine, wo man sich einfach einhängen kann und dann einfach über sein Thema nochmal berichtet. Also wie? Dann gibt es die Frage, in welchem Zyklus informiere ich die Leute? Also vielleicht kann ich die Projektleitung wöchentlich mit einer Status-E-Mail informieren. Während das Sprint-Review-Meeting natürlich einmal zu jedem Sprint stattfindet und dieser DV-Ausschuss, der tagt nur quartalsweise. Und jetzt müssen Sie im Team natürlich entscheiden, wer soll kommunizieren. Also rennt das Team dahin und gibt eine Demo oder redet der Product Owner
wir haben es ja so Product Owner Proxy getauft, redet der Product Owner Proxy mit den entsprechenden Ansprechpartnern. So, also was denn da entsteht, so Stück für Stück, ist eine Liste von der Art und Weise, wie sie ihr Projekt nach außen verkaufen, wann sie wen um Erlaubnis fragen, in welchen Gremien sie mitmachen und wer da hingeht. Das ist also ein ganz klassischer Kommunikationsplan. So, wenn Sie als Input für den Kommunikationsplan und auch also so ein bisschen, um die Stakeholder besser zu verstehen, kann man auch noch ein Organigramm verwenden. Häufig kriegt man das auch bei Organisationen gleich so am Anfang mit ausgehändigt oder kann das erfragen. Also das ist im Grunde nur eine Darstellung, wie das Unternehmen organisiert ist. Quasi als Baum meistens. Also an der Spitze ist die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer. Dann gibt es darunter vielleicht Bereichsleiter. Darunter möglicherweise Projektleiter. Also je nachdem, wie der Laden strukturiert ist, haben sie eine baumartige Struktur. Das ist insofern interessant für Sie, weil Sie dann Eskalationswege sehen. Also wenn Sie mit einem Mitarbeiter in der Baumstruktur Probleme kriegen, müssen Sie ja irgendwie, da muss vielleicht Ihr Chef mit dessen Chef reden. Und insofern ist es wichtig, um die Eskalationsstrukturen vielleicht zu verstehen. Vielleicht gibt es über diese Baumstruktur, sehen Sie vielleicht auch, wer für was zuständig ist und kriegen darüber hinaus auch noch gewisse Stakeholder raus, die relevant sind fürs Projekt. Damit haben wir das Thema Stakeholder mal grob umrissen. Ich sagte, ein wichtiger Punkt nochmal zusammenfassen ist, dass am Ende das wichtigste Teilergebnis ist eine vollständige Liste von allen Stakeholdern. Das heißt, und dann müssen Sie sich einen Plan machen, mit wem Sie reden und auf welche Art und Weise. Und die Leute, die so regelmäßig ins Projekt eingebunden werden, denen Sie berichten müssen oder die Sie um Erlaubnis fragen, die stehen im Kommunikationsplan drin. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie sich an den halten. Nichts ist schlimmer, als wenn Sie ein Projekt laufen lassen und der Kunde, der Auftraggeber oder bestimmte Mitarbeiter des Auftraggebers fühlen sich nicht gut genug informiert und haben keinen Überblick darüber, was in Ihrem Projekt gerade los ist. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Also achten Sie darauf, dass speziell der direkte Ansprechpartner des Auftraggebers sich wirklich gut informiert fühlt, ohne dass man ihn gleich mit allen Informationen vollmüllt. Also vielleicht reicht eine kurze Status-E-Mail einmal pro Woche oder ein ganz kurzer Videocall, dass man sich kurz 10 Minuten über den Status unterhält. Das reicht meistens schon. So, das war's zu den Stakeholdern. Es geht jetzt dann weiter mit dem System Kontext. Also was ist das System, was sind die Nachbarsysteme? Und das schauen wir uns dann im nächsten Video an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.